Mediziner und frühere Europapolitiker beklagt die viel zu niedrigen Pflichtbeiträge für die Mitgliedstaaten. Dadurch sei die WHO von 2001 an in die Arme der Industrie getrieben worden. Diese Abhängigkeit von Sponsoren bestätigt der WHO-Haushaltsplan. Knapp 4 Milliarden US-Dollar stehen zur Verfügung. Davon sind gut 3 Milliarden freiwillige Beiträge. Das heißt, 3/4 aller WHO-Mittel kommen von Spendern, die natürlich über die Verwendung des Geldes mitbestimmen. Auf den WHO-Sponsorenlisten stehen die weltweit größten Pharmakonzerne, darunter die Bayer AG, Merck und Novartis. Das britische Unternehmen GlaxoSmithKline hat allein in den vergangenen 4 Jahren 41 Millionen Dollar Direktspenden geleistet. Die wichtigsten Entscheider, die bei der WHO damals für das Schweinegrippeprogramm zuständig waren, pflegten gute Kontakte zur Pharmaindustrie. Klaus Stöhr, jahrelang an der Spitze der Grippe-Taskforce der WHO, wechselte später zum Pharma-Riesen Novartis. Der Niederländer Albert Osterhaus, damals Impfstoffexperte der WHO, ist bis heute Vorsitzender der ESWI, der Europäischen Gesellschaft für Grippeexperten, die von der Pharmaindustrie finanziert wird. Und der Finne Juhani Eskola, damals ebenfalls WHO-Impfexperte, kassierte von der Industrie mehrere Millionen für sein Labor. Eigentlich ist es doch wunderbar, wenn etwas nicht so schlimm kommt wie befürchtet, fragt sich nur, weshalb die Panik so geschürt wurde, wie bei der Schweinegrippe, vor der sich ängstlich viele Bundesbürger impfen ließen, nachdem auch die Weltgesundheitsorganisation vor einer Pandemie gewarnt hatte. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen und dann war es nur eine harmlose Grippe, die meist nach 3 Tagen auskuriert war. Der Europarat hat untersuchen lassen, weshalb die Hysterie damals so angefacht worden war. Wolfgang Wodarg ist gespannt auf die heutige Debatte. Der ehemalige SPD-Abgeordnete und Arzt hat durchgesetzt, dass der Europarat sich mit dem Thema Schweinegrippe beschäftigt. Seine Motivation? Ich habe gesehen, dass die WHO hier entschieden hat, in einer völlig unverständlichen Weise, nicht im Interesse der öffentlichen Gesundheit, sondern offensichtlich im Interesse von einigen Pharmaunternehmen. Rückblende. Vor einem Jahr ging die Angst um vor einer hochgefährlichen Pandemie, bedrohlich für zigtausende von Menschen weltweit. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation die höchste Pandemie-Warnstufe ausgerufen hatte, kauften viele Staaten riesige Mengen von Impfstoff. Geldverschwendung, wie der parlamentarische Berichterstatter im Europarat meint. In meiner Heimat Großbritannien haben wir 2 Impfdosen für jeden Bürger bestellt. Wir haben noch nicht einmal 10% davon gebraucht. Diese riesige Summe, 500 Milliarden Pfund, wurde verschleudert. Die WHO sei dafür verantwortlich, meint der Parlamentarier. Sie hätten die höchste Warnstufe nicht auslösen dürfen. Es hätte damals schon Hinweise gegeben, dass die Schweinegrippe relativ harmlos sei. Deshalb wollte er wissen, welche Wissenschaftler bei der WHO diese Entscheidung getroffen haben. Er bekam keine Antwort. Wir wissen immer noch nicht, wer entschieden hat, die Warnstufe 6 auszulösen. Wir kennen ihre Namen nicht und nicht ihre Motivation. Der Verdacht ist, dass diese Entscheidung von Leuten getroffen wurde, die finanzielle Interessen hatten und Geld von der Pharmaindustrie erhielten. Ein harter Verdacht, mit dem die Parlamentarische Versammlung des Europarats sich heute Nachmittag beschäftigt. Flynns Bericht stellt die Frage nach dem Einfluss der Arzneimittelindustrie. Beantworten kann er sie nicht. Die WHO wird zu mehr Transparenz aufgefordert, das Vorgehen der Behörden in Frage gestellt. Doch damit sind nicht alle Abgeordneten einverstanden. Die Behörden waren gehalten zu handeln, das heißt Impfstoffe vorzuhalten, auch Impfstoffe zu entwickeln, weil keiner genau vorher einschätzen konnte, wird es eine gefährliche Grippe oder wird es keine. So sieht es auch das deutsche Gesundheitsministerium, das den Parlamentariern empfiehlt, Flynns Bericht abzulehnen. Doch er bleibt dabei. Die Entscheidung wurde getroffen, um die Profite der Pharmaindustrie zu maximieren. Dieser Verdacht geht um die Welt. Und solange die Wahrheit nicht herauskommt, hängt der Ruf der WHO an einem seidenen Faden.
So sieht es auch Wolfgang Wodarg. Er darf als Ex-Abgeordneter nicht mehr abstimmen, hofft aber, dass seine Kollegen im Europarat heute ein Zeichen für die Aufklärung setzen. Was wir sprechen. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt. Und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist. Und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Ich habe jetzt für die Sendung sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich, für jedes meiner Vorurteile gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vöcheln soll ich glauben. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Thank you.